Ich wünschte, ich hätte schon viel früher etwas über emotionale Intelligenz gelernt. Ich wünschte, ich hätte schon viel früher gelernt, wie man manifestiert, wie deine Gedanken zu Dingen werden können und wie du kontrollieren kannst, wie du dich fühlst. Du weißt, dass deine Gedanken Energien sind, die zu Emotionen werden und Emotionen lösen eine Schwingung in deinem Körper aus, die dich dazu bringen, dich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Wenn du also nur die Gedanken kontrollieren kannst, wirst du keine schlechten Emotionen haben. Angst, Wut, Hass, Ärger, Zweifel, Sorgen. Du kannst diese Dinge kontrollieren und du kannst kontrollieren, wie dein Tag verlaufen wird, indem du auf eine bestimmte Art und Weise denkst.